Einen wunderschönen guten Morgen an einem fantastischen Samstag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case und Kaffee. Heute geht es rein in eine Gamma Case, meine Freunde. Ein großes Fest. Gamma Case, relativ starke Skins und noch stärkere Messer. Mit die besten Messer, die wir in der CSGO und CS2 Geschichte hatten, meiner Meinung nach. Ist aber auch egal, wir landen mal wieder bei einer Bison Harvester. Die haben wir vor nicht allzu langer Zeit gezogen, ich kann mich dran erinnern. Das war ein Blue, oder das ist ein Blau, was starke Details hat. Ganz filigran, sehr viel Detailarbeit. Finde ich prinzipiell ziemlich geil. Die hier ist auch noch in Field Tested. Gutes Field Tested. Das ist nicht verkehrt, das ist schön. Darüber kann man sich freuen, meine Freunde. In der gestrigen Episode haben wir darüber gesprochen, in welche Case denn man meiner Meinung nach investieren sollte. Und ich kam zum Entschluss, dass die Dreams and Nightmares Case starkes Potenzial hat, weil die Case neben der Gamma Case, die wir gerade geöffnet haben, mit die stärksten Knives hat, die eine Case je geboten hat. Die Partner-Case der Dreams and Nightmares ist die Riptide-Case, welche discontinued ist, also welche nicht mehr rausgegeben wird, die einen unfassbar niedrigen Bestand hat, jedenfalls von aktuellen Listings auf dem Steam-Market, und die jetzt schon 8 Euro kostet. Dreams and Nightmares ist gerade noch bei 1,40, 1,60, so um den Dreh, hat einen Haufen Volumen mit 100.000 Cases, die aktuell auf dem Markt noch drauf sind. Die Case wird aktuell am häufigsten gehebelt und wird irgendwann der einzige Weg sein, um an diese Knives ranzukommen. Deswegen habe ich mich für die Dreams and Nightmares Case entschieden. Für mich persönlich, auf meiner Rangliste, in welche Case würde ich am meisten Geld investieren, ist die Dreams and Nightmares Case bei mir auf der Liste auf Platz 1. Noch vor Operation Cases, weil die Operation Cases, die wir haben, nun mal schon recht weit in diesem Prozess drin sind. Bei einer Operation für CS2 und bei einer neuen Case dafür bin ich natürlich ebenfalls dabei. Keine Frage. Aber die haben wir nun mal noch nicht. Deswegen jetzt aktuell noch Dreams and Nightmares. Die wird dann abgelöst mit der neuen Operation Case. Aber es gab einen Kommentar von T-Dog und der hat nämlich einen sehr wichtigen und richtigen Punkt gebracht. Und zwar, langfristig gesehen ist es bestimmt nicht verkehrt, in die Dreams and Nightmares Case zu investieren. Wenn man es aber chronologisch betrachtet, wird die Fracture Case als nächstes in den Rare Drop Pool landen und danach die Snakebite Case. Es wird also noch eine ganze Weile dauern. Hallo Lucky. Ist alles gut. Es wird also noch eine ganze Weile dauern, bis die Dreams and Nightmares Case im Preis steigt. Und da bin ich prinzipiell, Lieblingswort, bin ich bei dir, denn da hast du natürlich vollkommen recht. Die nächste Case, die im seltenen Droppool landen wird, ist die Fracture Case und somit wird die ebenfalls weiter gehebelt, währenddessen sie dann weniger rausgegeben wird. Das heißt, auch dieser Bestand wird langsam, aber stetig abgearbeitet, wohingegen zu dem Zeitpunkt die Dreams and Nightmares Case immer noch rausgegeben wird, regelmäßig wöchentlich. Das heißt, auf jeden Fall wird das noch eine Weile dauern, bis die Dreams and Nightmares Case so ansteigt, wie wir uns das wünschen. Nämlich aufgrund dieser Verschiebung in den seltenen Droppool. Auf jeden Fall, 100% bin ich bei dir. Das fängt jetzt allerdings auch schon an, dieses Argument, die Fracture Case nicht hoch zu schrauben, aber schon ein bisschen tendenziell steigen zu lassen. Das wird es dann später bei der Dreams and Nightmares Case ebenfalls. Das heißt, jetzt ist es noch die Gelassenheit vor der Ruhe vor dem Sturm. Die Fracture Case ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Mit der nächsten Case ist die Fracture Case raus aus dem Pool. Dann beginnt die FOMO, die Fear of Missing Out, wie bei den Paris-Kapseln, die 25 Cent waren für die gesamte Dauer des Sales. Der Sale endet und das Ding macht einen Peak, weil man sich dann gedacht hat, ah, ich will doch noch, oh Lord Gaben, wie sehr ich doch noch Paris-Kapseln haben möchte. Und das wird bei der Fracture Case ganz genauso sein. Wie bei jeder anderen Case auch. Und wie das dann auch dementsprechend bei Dreams and Nightmares Case sein wird. Deswegen jetzt haben wir noch den Preis von 1,40 bis 1,60. Jetzt kann man noch zuschlagen. Die Frage wird sich natürlich stellen und ich rechne jetzt schon mit Kommentaren in dieser Richtung, denn es kann natürlich sein, dass die Dreams and Nightmares Case in diesem Prozess, bevor die dann im seltenen Droppool ist, nochmal droppt. Zum Beispiel bei einem Winter Sale von Steam. Denn da wird der ganze Community Market, vor allem Counter-Strike, generell mal so eine kleine Delle haben. Weil da halt eben, dann werden Sachen verkauft, weil man möchte sich ein paar Games holen und so. Und da besteht natürlich, bei solchen Situationen, besteht natürlich das Potenzial, dass die Cases nochmal fallen werden. Und dass die Dreams and Nightmares Case zum Beispiel auch da günstiger zu haben sein wird, als für 1,40. Vielleicht sogar für 1,10 Euro. Vielleicht sogar für weniger als 1 Euro. Das kann natürlich alles passieren, denn am Ende des Tages, meine Freunde, ist das hier reine Spekulation. Vielleicht dreht Valve morgen auch komplett den Hahn zu. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Weil CS2 genauso wie CSGO eine Money-Printing-Maschine ist. Aber theoretisch ist es möglich. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber, T-Dog, ich bin 100% bei dir. Als nächstes die Fracture Case, dann die Snakebite Case, dann die Dreams and Nightmares Case. Wir haben also 3 Cases vor uns, bis die Dreams and Nightmares Case aus dem aktuellen Droppool raus verschwindet in den seltenen. Das ist natürlich langfristig gedacht. Allerdings ist das ja genau der Ansatz. Langfristig.
Wie nehme ich zum Beispiel ohne Driller? Er ist nämlich mit 500 Euro in Antwerpen 2022 Contenders reingegangen und 500 Euro in Dreams and Nightmares Cases. Mal schauen, wie sich das entwickelt nach 5 Jahren. Das ist die Einstellung. 5 Jahre! Ich würde so gerne 5 Jahre zurückreisen. Einfach nur, um mir selber zu sagen, Digga Lapiru, was auch immer du denkst, was auch immer du für Gefühle hast, was auch immer passiert, steck doch einfach all dein Geld, alles was du hast, einfach in Katowice Hodos. Alles. Einfach alles. Oder andere Cases. Aber ich meine, meine Freunde, die von uns, die etwas länger dabei sind in Counter-Strike und diese Entwicklung mitgemacht haben, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Dieser plagende Gedanke, was wäre wenn, was hätte man nicht anders machen können? Was hat man sich erlaubt zu tun, dass man jetzt immer noch die Konsequenzen davon spürt? Ich hätte mal eine Vulcan Minimal Wear. Ich hätte mal eine Fire Serpent Field Tested. M4A4 Asimov Field Tested. AWP Graphite. AK Case Hardened. M4A1S Guardian mit einem Titan Sticker drauf. Es ist, Freunde, die Liste geht weiter. Ich will da gar nicht zu sehr abdriften. Denn, und mit dieser Weisheit, mit dieser Lehre, verabschiede ich mich für die heutige Ausgabe von Case und Kaffee. Die Vergangenheit ist geschehen und man kann sie nicht mehr ändern, man kann daraus nur lernen. Und deswegen, meine Freunde, Dreams and Nightmares Cases. So sieht's nämlich aus. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.